Es gibt wieder mal einen Geheimdienstskandal in Deutschland. Inzwischen haben wir ja Erfahrung damit. Und wie wir jetzt lernen mussten, hat die NSA unseren armen BND hemmungslos benutzt. Jawohl, benutzt und missbraucht. Ja, man muss es so formulieren. NSA und BND arbeiten ganz eng zusammen, ganz, ganz eng. Sie arbeiten so eng zusammen, es gibt schon eine neue Image-Kampagne. Hier. Wir sind eins. NSA und BND. Sie sind natürlich ein ungleiches Paar. Machen wir uns nichts vor, der BND sollte einfach liefern. Der war das Zalando.de unter den Geheimdiensten. Haben die Amis erwartet. Und dem BND-Chef Gerhard Schindler ist die Sache deshalb auch einigermaßen peinlich. Hören Sie mal genau hin, wie er auf die Frage reagiert, ob der BND Daten an die NSA weitergegeben hat. Haben Sie Daten an die NSA weitergegeben? Ich würde mal Folgendes vorschlagen, wir verlieren ein bisschen an Zeit. Hm? Und deshalb müssen wir uns jetzt auf den Weg zu den Antennen machen. Guck mal ein Eichhörnchen. Auf den Weg zu den Antennen. Muss ich mir merken. Fakt ist, die Amerikaner wollten vom BND alles Mögliche wissen. Die wollten Informationen über den Rüstungskonzern EADS zum Beispiel oder den Hubschrauberhersteller Eurocopter. Vermutlich, um endlich mal zu verstehen, wie man Hubschrauber vom Typ NH90 baut, die nicht abheben können. Jetzt kam raus, das Kanzleramt hat offenbar seit 2008 Bescheid gewusst, aber nichts unternommen. Und Angela Merkel stellt sich jetzt hin und sagt, sie will alles aufklären. Als nächstes erzählt sie uns, ja, ich hatte doch auch die letzten 7 Jahre so ein komisches Gefühl irgendwie. Doch, jetzt fällt es mir auch wieder ein, jedes Mal, wenn ich meiner Mutter am Telefon alles Gute zum Muttertag gewünscht habe, sagte Barack Obama aus dem Hörer, ja, auch von mir. Ne? Komisch, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ne? Ich vermute, das Kanzleramt hat sich in trügerischer Sicherheit gewiegt, weil 2013 ja bereits unser bester Mann nach Amerika gereist war und die Sache geklärt hatte. Ja, natürlich, Sie erinnern sich, der damalige Kanzleramtschef Ronald Pofalla. Wissen Sie noch, oder? Ich weiß, was du vorletzten Sommer gesagt hast. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Und jetzt habe ich einen schrecklichen Verdacht. Könnte es sein, dass die Amerikaner unseren Ronald Pofalla überhaupt nicht ernst genommen haben? Es hieß doch, er habe damals auf Augenhöhe Gespräche geführt. Also wahrscheinlich mit dem Hausmeister. Ne? Und trotzdem haben die Amis einfach weiter spioniert. Wie dreist kann ein Bündnispartner eigentlich sein? Wir haben dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben. Ich begrüße nun unseren Statistikexperten Klaas Butenschön. Danke, Christian. Wir haben zunächst die deutschen Politiker im Bundestag befragt. Unsere Frage lautete, welche Konsequenzen müssen aus der BND-Affäre gezogen werden? Darauf hat leider nur einer der Politiker geantwortet. Er sagte, schade, dass wir die Stasi nicht mehr haben, da wäre das nicht passiert. Aber nennen Sie bitte nicht meinen Namen, schreiben Sie einfach Gregor Bisi. Ja, und danach haben wir dann den BND befragt. Wir wollten von den Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes wissen, wie konnte es eigentlich zu der Affäre kommen? Darauf sagten 21%, keine Ahnung, wir sind der BND, wir erfahren immer alles als Letzte. 34% meinten, wir haben den Amerikanern definitiv nichts verraten. Wie auch, wir können ja gar kein Englisch. Und 45% sagten, das war ein ganz normaler Austausch unter den Geheimdiensten. Wir geben den Amis Informationen und die uns die neue Staffel von Game of Thrones. Tja, und zum Schluss haben wir dann den amerikanischen Geheimdienst NSA befragt. Wir wollten wissen, wie schätzt die NSA die Zusammenarbeit mit dem BND ein? Darauf sagten 19% BND. Als Geheimdienst eine Niete, aber nicht schlecht als Telefonauskunft. 27% meinten, wir lernen sehr viel vom BND, vor allem, wie man es nicht macht. Und 52% sagten, wieso fragen Sie mich das am Telefon? Sie brauchen doch bloß in Ihre Blumenvase zu sprechen, dann antworte ich aus der Zimmerpalme. Und damit zurück zu dir, Christian. Vielen Dank, Klaas. Thomas de Maizière.
Thomas de Maizière ist im Moment der sicherlich umstrittenste Minister des Bundeskabinetts. Auch er hat von dem BND-Skandal gewusst. Damals war er ja Kanzleramtsminister und damit zuständig für die Geheimdienste. Er hat aber nichts gesagt. Nun, er ist ja ein etwas introvertierter Typ. Ne? Deshalb ist er wahrscheinlich auch dann Innenminister geworden. Bei ihm geht das alles mehr nach innen. Irgendwie. Allerdings ist er schon häufiger negativ aufgefallen. Als Verteidigungsminister hat er ja vor Jahren das G36 angeschafft. Jawohl. Shitty woman. Da, 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 da. Ne? Und er war längst informiert. Er war längst informiert, dass es sich mit diesem Gewehr, ja, wie soll man sagen, dass es sich offenbar damit so verhält wie mit den Luftgewehren auf der Kirmes. Wir wissen, ne? Man zielt auf die Rose, trifft aber die dicke Frau an der Losbude 50 Meter weiter rechts. Unvergessen auch die Eurohawk-Drohne, die er damals den Amis abgekauft hat. Die durfte leider nicht fliegen, weil sie kein Kollisionsschutzsystem hatte. Ne? Nicht mal eine Hupe, um andere Flugzeuge zu warnen. Gar nichts. Und schließlich hat de Maizière auch beim Thema Flüchtlinge in den vergangenen Tagen eher, sagen wir mal, unglücklich agiert. Kurzum, Thomas de Maizière ist der Mann für gewisse Affären. Nun steht er in der Kritik und da kann man mal sehen, was der für ein langfristig denkender Stratege ist. De Maizière, ein Taktikfuchs vom Schlager eines Jürgen Klopp. Jawohl, am Ende geht das alles auf. De Maizière hat offenbar geahnt, dass er selber mal in die Schusslinie geraten würde und hat in weiser Voraussicht das G36 angeschafft, damit der Schuss daneben geht.